In diesem Video lernen Sie, wie die Kräfte des unteren Menschen und des oberen Menschen zusammenwirken und gemeinsam die Grundlage für die rhythmische Gebärde des L bilden. Lassen Sie sich zunächst, wie auf verschiedene Art im Video "Der untere Mensch will vorwärts" beschrieben, von den Kräften des unteren Menschen nach vorne ziehen oder nach vorne schieben. Und dann lassen Sie sich, wie in dem Video "Der obere Mensch will rückwärts" beschrieben, von den Kräften des oberen Menschen nach hinten bringen. Bleiben Sie gut im Körper, spüren Sie sich, dann verlieren Sie auch den Kontakt zum Boden nicht, selbst wenn Sie es oben kräftig ziehen lassen. Beginnen Sie jetzt, diese beiden Kraftsysteme zu kombinieren. Lassen Sie sich vom unteren System nach vorne bringen. Dann lassen Sie die Arme los. Die steigen nach oben. Wenn Sie oben angekommen sind, spüren Sie, dass es anfängt, Sie zurückzuziehen. Gehen Sie nach hinten. Lassen Sie los. Tauchen Sie unten wieder ein. Kommen mit dem unteren Strom vor. Und so weiter. Es zieht mich nach hinten, es bringt mich wieder vor. Je mehr Sie sich beim nach vorne kommen mit dem unteren Strom verbunden haben, umso leichter steigen Ihre Arme nach oben. Je mehr Sie sich vom oberen Strom ziehen haben lassen und sich damit verbunden haben, umso weicher sinken Ihre Arme nach unten. Loslassen. Eintauchen. Loslassen. Eintauchen. Als nächstes versuchen Sie, dass Sie den unteren Strom und den oberen Strom gar nicht mehr selber erzeugen müssen. Sie lassen die Arme sinken, die tauchen ein in den unteren Strom, kommen zusammen und wie Katalysatoren lösen diese den Strom von alleine aus. Dann lassen Sie los und die oben auseinandergehenden Arme aktivieren wie von alleine den Strom nach hinten. Jetzt müssen Sie gar nichts anderes mehr tun, als loszulassen. Loslassen und der obere Strom kommt von alleine. Loslassen und der untere Strom kommt von alleine. Aber achten Sie darauf, dass Sie wirklich warten, bis der Strom kommt. Jetzt. Also bei der Übung "Schwimmen mit dem Strom" machen Sie wirklich nichts. Loslassen und sich treiben lassen. Was ist dann der Reiz dieser Übung? Nun, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Schiff und das fährt zum Beispiel rückwärts beim Anlegen und der Kapitän gibt jetzt Gegensteuer und Gas nach vorne, dann dauert es noch eine Zeit, bis das Schiff langsam stoppt
und dann erst die Kraft nach vorne übernimmt. Oder wenn ein Schiff vorwärts fährt und der Kapitän macht den Motor auf rückwärts laufen, dann dauert es eine Zeit, bis das Schiff zurückkommt. Und wenn Sie darauf achten bei dieser Übung, dann wird es wirklich reizvoll. Laufen Sie also nach vorne, steigen Sie nach oben und jetzt merken Sie, Ihr Leib läuft eigentlich noch weiter, obwohl es schon zieht. Und irgendwann wird er erst mitgenommen. Tauchen Sie in den unteren Strom ein, es strömt schon vor. Aber irgendwann erst ist die Trägheit des Körpers überwunden. Der geht mit. Loslassen, Gegensteuer und irgendwann wird der Körper mitgenommen. Loslassen, Gegensteuer, irgendwann steht der Körper und wird gebremst. Also der Strom, der nach vorne geht, ist schon da, wirkt eine Zeit, bis endlich auch der physische Leib mitkommt und mitgenommen wird. Rhythmisten und denjenigen von Ihnen, die die Rhythmik kennen, wird aufgefallen sein, dass diese Bewegung im Prinzip der Gebärde des L entspricht. Und das Eintauchen in den unteren Strom und in den oberen Strom ist typisch für diesen Laut. Darum wurde es auch am Anfang so demonstriert, dass man fast nach vorne umgefallen ist und fast nach hinten umgefallen ist, als es darum ging, diesen Laut am Anfang zu erlernen. In diesem Video haben Sie gelernt, wie das Eintauchen in den unteren Strom und in den oberen Strom mit der Lautgebärde des L zusammenhängt. Wenn man jetzt gegen den unteren Strom geht und gegen den oberen Strom, kommt man zu einer anderen Gebärde. Das zeigen wir dann in einem separaten Video: Schwimmen gegen den Strom.